Hey ho und ein herzliches Willkommen zum neuen Let's Battle League of Legends. Also es ist kein richtiges Let's Battle, es ist mehr so eine Art Let's Play mittlerweile. Unser Team besteht aus Singed, Victor und Kennen und das Gegnerteam aus Volibear, Darius und Cho'Gath. An meiner Seite haben gekämpft da Gaming und Koribo. Und mir ist gerade was wahnsinnig Derbes passiert, Leute. Ich habe mir gedacht, ja, ich nehme mal die alten Replays auf, die jetzt noch so fällig sind, weil halt jetzt Roll-Replay... Verzeihung. Weil halt jetzt LOL-Replay wieder funktioniert und habe direkt mal das falsche Replay erwischt. Ach, schön. Hab 45 Minuten zum Spaß aufgenommen. Keine Sorge, das Video dauert nicht 45 Minuten. Und hab's halt erst am Schluss, also die letzten 5 Minuten gemerkt und dachte mir zuerst, oh, Five drauf, nimmst du das halt auch auf, aber ja, hab's dann sein lassen. Anyway, Singed, Kennen und Victor gegen Cho'Gath, Darius und Volibear. Wir hatten ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Spiel, weil die 3 Tanks hatten und wir nur einen und das war ich. Aber Singed ist ja mein Hauptcharakter, wie der eine oder andere vielleicht weiß, mein Hauptchampion. Mit dem habe ich mit viel Abstand die meisten Spiele. Ich glaube mittlerweile sind es an die 130 oder 140, die ich nur mit Singed habe. Und dieses Mal auf der neuen Dreierkarte. Ich glaube, die hatte ich noch nicht vorgestellt, oder? Ich könnte es jetzt nicht beschwören, aber ich glaube, die hatte ich noch nicht. Jedenfalls. Werden Kennen und Victor auf die Botlane gehen und ich werde mich auf der Toplane vergnügen. Und zwar wird das Ganze so aussehen, dass ich oben gegen Volibear kämpfen werde und unten Victor und Kennen gegen Cho'Gath und Darius dementsprechend. Und ja, es ist halt Singed gegen Voli. Die haben 3 Nahkämpfer, wir haben nur einen. Das bin ich. Das heißt, auf der Botlane kämpfen 2 Fernkämpfer gegen 2 Nahkämpfer. Das heißt, insofern haben die schon mal den Vorteil. Also unsere beiden Botlaner. Und ich hoffe mal, dass die das auch dementsprechend verarbeitet haben. Ich weiß ja, wie es ausgeht. Also hier ein schöner Double Fling von Singed und Voli. Da sind die beiden natürlich optimal dafür. Und da fällt First Blood. Ziemlich zeitig, ziemlich früh. Ich muss natürlich zurück, weil ich viel zu wenig Leben habe. Wird erstmal schön eingekauft, First Blood gibt ja einen kleinen Goldbonus. Zusätzlich gleich mal die Träne geholt und ich glaube auch noch ein paar Heiltränke. Nein? Okay, ach, Miss Cousy. Hier unten Kennen gegen Cho'Gath geht fast schön aus. Ja, hier geht leider der drauf, aber dafür kriegt The Dark Gaming beide, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, da fällt Cho'Gath in den Stun rein und das war's. Mit Auto-Hits. Währenddessen kalme ich den ersten Altar. Voli kriegt hier ein bisschen Farm, aber mein Gott, hey, das... ja, ich habe einen Kill-Vorsprung. Das sind 3 Farm. Bruchteil davon. Die er Vorsprung hat. Dann hole ich mir noch schnell den zweiten Altar. Wobei ich da dachte, dass relativ bald ein Gegner hochkommen müsste. Was die einfach nicht getan haben. Hier obwohl er natürlich mittlerweile Level 3, weil er halt mittlerweile 6 Farben mehr hat. Vom Gold her aber noch immer hinten ist. Müsste es sein zumindest. Ja, noch immer 400 Gold hinten. Papa Bär gegen den verrückten Wissenschaftler halt, Mad Chemist, gegen den verrückten Chemiker. Mad Scientist ist ein Skin für ihn. Ja, Botlane. Unsere Leute total auf
Ach, die Passive vom Bären, genau. Und er läuft mir halt einfach blind im Gift nach. Das war so böse. Auf der Botlane, Kennen und Viktor machen Druck. Cho'Gath kriegt hier derb auf Mütze. Hat es nicht geschnallt, dass ihn Kennen treffen kann, wenn er einen Mark of the Storm drauf hat. Also so eine Sturmmarke. Ja. Da bin ich mir nicht sicher, ob es ein Killstil war von Victor. Aber schöne Aktion jedenfalls. Der hat sich jetzt den Healpot da oben schon in der Mitte schnell und dann geht es auch schon wieder weiter. Ich möchte mich jetzt übrigens mal offiziell beschweren über diese beschissene Karte. Entschuldigung vielmals. Die alte 3 und 3 Karte mochte ihre Schwächen haben. Das ist mir schon bewusst. Aber diese 3 und 3 Karte ist eine absolute Katastrophe. Wenn du als Team mal einen minimalen Vorsprung hast, hast du es etwas leichter. Wenn du hier als Team, so wie wir hier, 5-1 führst, musst du entweder AFK gehen oder 8-mal mutwillig in den Tod laufen, damit die Gegner wieder eine Chance haben. Vor allem, dass so super Items wie Warmogs oder Dornenpanzer auf der Karte hier fehlen. Macht's nicht unbedingt einfacher. Und ja, da war jetzt gleich meine Gier sehr groß. Nachdem ich geschnallt habe, dass ich ihn nicht krieg. Rückzug. Gut, das war Dummheit. Das war einfach nur ein Fehl meinerseits. Aber ich habe ja bereits Ninja, Tabi und Träne. Jetzt auch ein Heiltrank dazu. Oder hatte ich den vorher schon? Keine Ahnung. Jedenfalls wird der Darius gleich sein kleines Wunder erleben. Das war Killstil, da gehe ich definitiv davon aus. Den hätte Karibo auch haben können. Und so steht es halt 4-0-0 für Victor, 0-1-3 für Kennen. Und 2-1-0 für mich. Dementsprechend negativ sieht es natürlich bei den Gegnern aus. Das ist halt der Vorteil von Victor durch seinen Core, dass er da zusätzlichen AP-Schaden drücken kann, von Anfang an. Pro Level 3 AP. Wenn er den verstärkten Core hat, diesen Augment Death, verstärkten Tod, kriegt er nochmal 40 dazu. Und das kriegt ein Kennen mit Zauberschuhen und Zaubererschuhen und karges Glücksdolch halt nicht hin. Da ist halt einfach der Damage von Victor zu groß. Nachdem sich bei mir oben der Bär verkrochen hat, wollte ich eigentlich mal runterschauen. Aber dann habe ich gesehen, dass sich da unten auch alle beim Turm verkriechen und bin wieder hochgegangen. Wir mussten halt jetzt sehr aufpassen, weil die alle sehr passiv gespielt haben. Aber zum Glück war da der Bär nicht besonders helle. Da konnte ich ihm die halben Leben einfach mal so abziehen. Während ich noch immer voll war, vor allem wegen meiner Ulti. Hier geht Kennen ein weiteres Mal drauf, aber Victor müsste ihn noch kriegen. Ah, nein, 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 das war eine viel coolere Reaktion. Victor hat ihn natürlich nicht mehr gekriegt, weil er der Turm war. Aber da kam ich noch rein. Einfach mal eine Poison Trail geworfen und raus geht's wieder. Noch ein paar Minions abgrasen und wieder Backport und zurück auf die Toplane. Mittlerweile über 2,5k Gold vorne. Papa Bär weiß nicht so wirklich, was er tun soll. Ist auch vom Level her 2 Level hinten. Genau, bin ich als einziger so weit vorne. Darius, Victor und Cho'Gath kennen, bleiben ja eigentlich gleich und deswegen war es ja relativ spannend hier.
dass wir da bloß nicht irgendwie nachlässig werden, was natürlich die Gefahr ist, wenn man so ein lockeres Spiel hatte bislang. Und ja, ich hier oben beim Turm habe Oli mit dem Lachen zugespammt, das besinnt, der extrem nervtötend und provozierend sein kann. Und dann kam hier Darius eben hoch und den haben wir natürlich dann gleich weggesnackt. Da kam dann noch ein Geist von mir, dass ich halt vorhin komme und ihn nochmal mit der Poison Trail erwische und dann war es das. Währenddessen hier, Victor den nächsten Kill. Und ich hatte hier noch Papa Bär zu Besuch. Ich sage in letzter Zeit zu Wolle Bär eigentlich immer Papa Bär, das ist. Und den krieg ich noch, weil er halt im Gift drinnen war. Hier noch schnell der Altar und dann wieder Retour. Und man merkt das bei uns im Voice auch extrem, wenn man dann so einen guten Lauf hat in dem Spiel, wie wir hier, dass es extrem schnell gehen kann, dass man eben, wenn man nicht mehr aufpasst, eine derbe Niederlage einfängt. Und genau da bin ich auch besonders anfällig. Wenn es mal zu gut läuft, dass ich dann relativ schnell nachsichtig werde. Und dann eben auch Nachsicht haben muss, weil dann kriege ich meistens relativ schnell auf Mütze. Dann kriege ich eine Gier, dass ich unter zwei Türmen durchdive und dann verrecke ich meistens selbst, bevor der Gegner drauf geht. Und dann läuft es halt nicht mehr so. Und da wollte der Bär unbedingt raus, aber ist mir leider nicht gefolgt und mich erstaunt es persönlich selbst, dass ich da nicht hinter ihm nachgelaufen bin. Dafür hier den Gegnern in die Arme gelaufen bin. Da kommt auch Victor schon. Und zieht mich hier raus. Ich hatte Ulti bereit und bin deswegen nicht nach hinten gegangen, sondern habe mich direkt wieder mit den Bären angelegt. Und die Botlane halt auch fleißig am Pushen. Hier wieder dieser Double Fling, den man sehr oft sieht bei Singed und Wally, wenn die aufeinandertreffen. Unten haben sie den Turm mittlerweile. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich den zuerst kriege. Naja. Da hat er ja seine Passive wieder, wo ich mir echt dachte, das gibt's doch nicht. Und hier kommt die Gier. Hier kommt einfach gerade die Gier durch. Und ihr seht ja, mich hat es ja sauber weit runtergezogen von dem Leben her. Da kommt gleich ein Cho'Gath dazu und das wird jetzt echt böse. Ich komme da weg. Ich komme da weg. Ich komme da echt weg. Okay. Victor hier leider schon ohne Mana oder kaum noch Mana. Das war nicht so der Plan, denke ich mal. Aber er hat schon einen übergroßen Stab. Das ist auch. Und hier kriegt endlich Kennen seinen zweiten Kill. Ich werde dessen hinten holen, mir Rod of Ages fertig. Zwischenstand der Stats 6-1-1 bei mir, 5-0-3 bei Victor und 2-2-5 bei Kennen. Für die, die nicht in HD schauen können oder wollen. Es steht 13-3 und wir haben einen Goldvorteil von 5300 Gold. Der zum 55% bei mir liegt und zu den anderen, okay, also 52% bei mir liegt und zu den anderen 48% bei Victor. Ich hatte halt den Vorteil, A, einen Kill mehr zu haben und B, durch meine Poison Trail noch einfacher zu farmen als Victor mit seinem Strahl hier. Den größten Gold-Nachteil hat natürlich Wole, weil der noch keinen einzigen Kill gekriegt hat, sondern nur 4 kassiert hat. Und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen Wahnsinn von denen, dass die den nicht ausgetauscht haben. Also, dass die zum Beispiel Meisterkills hatte Darius, dass die den nicht hochschicken und dafür Wole runterziehen.
Ich meine, klar, Woli gab mir kein Gold mehr, aber unten hätte er zumindest ein bisschen Farm sammeln können, weil ich hier oben extremst Druck gemacht habe. Und da war die Aktion, wir gehen auf den Turm. Sicher, sicher. Und dann kriegen wir natürlich auch den Bären mit. Quasi gratis, for free und umsonst. Und hier nochmal ein Darius, der sich beide Victor einheimst. Und der Joe war einfach nur wahnsinnig. Das sehen wir nämlich gleich warum. Der hat das nicht ganz geschnallt, wie das ist. Da wurde er gestunt und dann wollte ich. Nein, ich habe ihn nicht. Ah, der hat ihn schon aufgegeben. Was? Oh. Okay. Ich bedanke mich wunderherzlich fürs Zusehen. Ich war jetzt schon wieder überrascht von der Aufgabe. Das ist. Ja, ich bedanke mich wunderherzlich fürs Zusehen. Wünsche euch viel Spaß. Habt eine gute Zeit, was immer ihr auch macht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Battle Replay Teil Dingens wieder. Ich glaube, das nächste Spiel kommt mit Nami. Bis dahin, Leute. Ciao.